Hallo miteinander, heute eine neue Folge von Ark Survival. Wir wollen heute einen Ankylosaurus zähmen. Wie wir das genau machen, werden wir gleich mal sehen. Da läuft nämlich schon einer, ich habe extra schon einen gesucht für euch. Aber eine Flinte, nehmen wir in der Flinte die... Wo sind sie? Da sind sie. Schockierende Betäubungspfeil. Und wenn nicht die, dann nehme ich die Betäubungspfeile. So, da es ja schnell gehen soll für euch und auch optimal sein soll, nehme ich natürlich die Pheromonpfeile. So, ich habe den jetzt mal auf passiv gebeift. Normalerweise könnt ihr jetzt das hier, wenn ihr wollt, so schön vor sie nehmen. Baut dieses schöne Tierchen dann ein, also indem ihr natürlich noch Fundamente baut. Oder ihr nehmt euch solche Gates hier. Natürlich auch immer nehmen. Ja, so grob, ne? Ich habe jetzt hier einen kleinen rausgesucht. Der ist hier... Okay, der haut hier ab. Jetzt will der einfach abhauen. So, dann gehen wir natürlich unseren schönen Sub-Drachen. Und verfolgen den spaßigen kleinen Abbaugen hier. Natürlich jetzt live for fear of action hier. So, jetzt gehen wir mal hin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nehmen wir mal unser schönes Gerät hier. So, Level 82. Perfekt. So. Also normalerweise kann man den einbauen. Man baut sich eine Taming-Falle. Macht es da rein. Gutes. Wenn man eine Taming-Falle baut, kann ich euch gerne mal ein Tutorial-Video dazu machen. Oder ein Building-Video. Jetzt mache ich das erstmal ohne, weil ich denke mal, ich komme es auch ohne klar. So, wir schießen auf den schönen, spaßigen Freund. Ihr seht, der Turbo steigt ziemlich schnell, ziemlich hoch. Einmal drauf und er liegt. So, ist ja aber auch kein Wunder. Wir haben hier eine extra hohe Waffe. Immer noch die 27,4%ige Flinte. Die haut so schnell ein aus dem Socken, das glaubt man gar nicht. So, was braucht der Schöne hier? Der Schöne braucht einen Regular Kibble. Regular Kibble ist der schöne blaue. Das schmeißen wir mal rein. Ich werde euch auch dann wieder hier Dodo Decks verlinken, dass ihr das gleich wieder seht. Und werde euch dann natürlich auch das Ganze noch zeigen, was ihr dann noch so füttern könnt wieder, damit ihr es auch wisst. So, und so schnell geht es wieder mit so einem schönen kleinen Tame von einem Ankylosaurus, das wirklich schöne Tiere sind. So, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Leute, lasst mir ein Abo und Like da. Freue mich immer drauf. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Taming Time. Bis dann.